Hi meine lieben Freunde, jetzt kommt mal wieder ein Fuck With Me Video, das heißt ihr stellt mir Fragen und ich antworte drauf. Viel Spaß damit. Warum hast du ein Glasauge? Ja, weil bei Holz immer solche Splitter abgehen, das ist echt unangenehm. Was machst du mit dem ganzen YouTube Money? Ich kenne dich zwar nicht persönlich, aber habe dich schon ein paar Mal gesehen. Du kommst so arrogant rüber, echt faszinierend. Ich wirke nicht nur so, ich bin's auch. Mal ganz im Ernst, das ist harte Arbeit. Man muss wirklich jeden Tag aufpassen, dass man nicht ungewollt mal sympathisch ist. Wer ist dein Lieblingssänger? Hansi Kirsch! Kommst du auch mal nach Österreich? Also geplant ist es eigentlich nicht, aber ich möchte unbedingt mal nach Wien. Ist eine wunderschöne Stadt und da gibt es bestimmt eine ganze Menge zu sehen. Vielleicht mache ich nächstes Jahr mal einen kleinen Städtetrip dahin. Wer weiß, also ausgeschlossen ist es nicht. Und dann könnten wir uns möglicherweise in Wien mal über den Weg laufen. Wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt vor deiner Tür stehen würde? Gezeichnet Sauron. Hey Sauron! Freut mich wirklich, dass du wieder zu unserer Risikorunde gekommen bist. Magst du Zwiebeln? Und weh, das läuft dir jetzt wie mit Bratwurst. Rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Ich habe da so richtig emotionale Abneigung dagegen. Ich könnte zum Beispiel auch nie mit einer Raucherin zusammen sein. Ich meine, wer steckt denn bitte seine Zunge freiwillig in einen Aschenbecher? Mit wem würdest du zusammen sein wollen, wenn du schwul wärst? Wenn du die Chance hättest, dein Glasauge durch ein richtiges ersetzen zu können, würdest du es tun? Ha, ja na klar. Ich wüsste so gerne mal, wie es ist, zwei Augen zu haben, ja. Und ich wüsste auch mal gerne, was 3D überhaupt ist und ob es sich lohnt, im Kino dafür doppelt so viel für den Film zu bezahlen. In den USA hat sich ja ein Regisseur eine Kamera in seine Aughöhle einsetzen lassen. Das ist bestimmt ziemlich cool zum Vlogs machen. Da kann man dann seinen Tag aus seiner eigenen Perspektive drehen. Vielleicht so Livestream-mäßig den ganzen Tag dabei, so beim Kochen oder beim Putzen. Das wäre cool. Sei mal Piratigar. Arr. Bitte Video über guten Sex. Danke. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Wir reden heute über guten Sex. Guter Sex ist gut. Du studierst doch auf Lehramt. Welche Fächer? Alle. Gibt es eigentlich Merch von dir? Ich brauch den. Tatsächlich haben wir ein paar T-Shirts drucken und ein paar Patches nähen lassen. Den Link zur Facebook-Seite, wo ihr das bestellen könnt, findet ihr hier. Beziehungsweise dort unten. Wie kann es sein, dass du gleichzeitig aus zwei verschiedenen Perspektiven filmst? Moment. Moment, wenn ich hier meine Kamera in der Hand halte, wer filmt mich dann? Wie kamst du eigentlich auf Parabelritter? Immer wenn meine Lehrerin von Parabeln labert, muss ich an dich denken. Ernsthaft? Hahaha, und so fängt es an. Es funktioniert. Deine Videos waren ganz am Anfang lustig und cool, aber jetzt kommst du mir mittlerweile nur noch wie eine 0815 YouTube-Fame-Hure rüber. Sehr schade. Oh ja, wieder ein Abonnent mehr. Oh ja, komm. Oh ja, wieder 10 Likes. Oh, ist das geil. Oh, gib's mir, komm, gib's mir. Hast du deinen Führerschein sofort bestanden oder bist du mal durch die praktische oder theoretische Prüfung gefallen? Theorie ohne Probleme, aber die erste Praxisprüfung... kommt, Einbahnstraßen sind auch fies, oder? Wie soll dein Baby aussehen? Im Ernst, wie findest du Mettler mit kurzen Haaren? Meine lieben Freunde, das möchte ich jetzt mal als Anlass nehmen, um mal was klarzustellen. Ich bin ja seit 2,5 Jahren auf YouTube unterwegs und man hat auch mal Videos gemacht mit Meinungen, die man irgendwie im Laufe des Lebens revidiert. Tatsächlich erlebt man ja ganz andere Geschichten, man erlebt viel mehr, man wird älter, man wird reifer und deswegen überdenkt man manche Positionen auch manchmal. Man überdenkt seine Einstellung und diese Zeitzeugnisse, diese YouTube-Videos, in denen man eine Meinung dargestellt hat, die bleiben ja immer bestehen und das ist ein älteres Ich, was möglicherweise auch einen anderen Eindruck, eine andere Meinung, weil andere Erfahrung. Muss ich jetzt mal sagen, dass mich das mit den kurzen Haaren mittlerweile überhaupt gar nicht mehr so anfixt. Ich meine, lange Haare sehen geil aus, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich kackegal, ob man kurze Haare hat oder lange Haare. Man ist dann zwar nicht so episch, aber vielleicht hat man ja einen epischen Bart. Also Haare sind schon verdammt geil, aber ich meine, ein Muss ist es nicht. Man kann halt nicht so geil abgehen mit kurzen Haaren. Das ist dann aber euer eigenes Problem. Wie findest du das neue Lied von Obscurity? Du hast nur noch 24 Stunden zu leben. Was würdest du alles tun? Ich würde wahrscheinlich zuerst einen Nervenzusammenbruch kriegen und 5 Stunden lang nur heulen. Dann würde ich 3 Liter Energy trinken, damit ich den Rest dann doppelt so schnell machen kann, weil ich ja 5 Stunden verloren habe. Dann würde ich mit einem Porsche Tempo 350 über die Autobahn rasen, mich bei meiner Familie verabschieden. Und dann würde ich nach Schottland fliegen und die letzten Stunden meines Lebens mit meiner Freundin in einer Hütte in den Highlands verbringen. Warum erinnert mich das jetzt an Highlander? So, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt sie doch unten in die Kommentare beziehungsweise haut sie mir bei Ask oder bei Twitter an den Hals. Das steht unten in den Anmerkungen, da könnt ihr mich da anschreiben, gerne auch auf Facebook. Und wenn jetzt jemand noch will, dass das Video länger dauert, dann möge er jetzt etwas sagen oder für immer schweigen.
Okay, dann verbleiben wir bis Donnerstag 14 Uhr mit Auf Wiedersehen und Hussa. Ich bin der dunkle Parabelritter und...